Technikboss sagt Hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr bei euren grundig Android-Fernseher Favoriten erstellen könnt. Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier einen grundig Android-Fernseher und bei diesen wollen wir Favoritenlisten erstellen, sprich nur noch die Fernseher, die Kanäle haben, die wir auch nur schauen. Und da kann sich dann auch jeder seine eigene Kanalliste erstellen, sprich seine Favoriten, die Sender, die er am liebsten schaut. Bei Grundig geht das ganz, ganz einfach. Ihr drückt einfach nur die Home-Taste auf der Fernbedienung und ihr habt hier einen eigenen Punkt, nämlich wenn ihr hier rauf geht auf Startseite, dann gibt es hier einen eigenen Punkt und der nennt sich Channel Editor. Das ist ganz, ganz einfach. Wir gehen hier rein und sehen jetzt hier alle unsere Sender plus auf der rechten Seite das Menü. Wollen wir jetzt eine Favoritenliste erstellen? Ihr seht, 4 Favoritenlisten sind möglich. Dann wähle ich mir doch mal die Sender aus mit OK. So, verschiedene Sender. Und wie ihr sehen könnt, muss ich nur noch die rote Taste drücken. Und dann füge ich diese zu Favoriten hinzu. Das mache ich, wähle mir eine Liste aus, ich sage Favoritenliste 1, bestätige mit OK und schon habe ich das gemacht. Ich kann natürlich eine zweite machen. So, ich wähle wieder die Sender aus mit OK. Diese hätte ich gerne auf Favoritenliste 2. Drücke wieder auf die rote Taste. Ich werde gefragt, welche Favoriten. Hier Favoritenliste 2, entweder grün. Die grüne Taste auf der Fernbedienung oder ihr drückt die OK-Taste und schon habe ich diese hinzugefügt. Natürlich könnt ihr jetzt das Ganze hier ansehen, indem ihr das anklickt auf Favoriten 1, dann seht ihr hier die Sender und auch hier könnt ihr die Sender untereinander noch austauschen, bewegen und löschen. Auf Favoriten 2 sehe ich dann die Sender, die ich hier hinzugefügt habe. Also ihr seht, wie einfach das geht innerhalb von ein paar Minuten habt ihr eure Lieblingssender hier hinzugefügt. Und nun zeigen wir euch, wie ihr zwischen den Favoriten hier wechseln könnt. Ihr drückt die OK-Taste, das ist in der Mitte die Taste beim Steuerkreuz. Und hier habt ihr nun unten stehen Typ auswählen, gelb. Und dafür müsst ihr eigentlich nur auf der Fernbedienung die gelbe Taste drücken. Und hier habt ihr die Möglichkeit zwischen Radio, TV, kostenlos verschlüsselt. Und ganz wichtig für uns ist Favoriten. Das wählen wir aus mit OK. Nun werden wir gefragt, welche Liste wollen wir denn haben? 1, 2, 3, 4. Wir haben nur 1 und 2 gemacht. Ich nehme jetzt die Zweierliste, drücke OK. Und hier werden mir jetzt nur noch die Sender angezeigt, die ich als Favoriten hinzugefügt habe. Noch einfacher geht es nicht. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ihr habt hier innerhalb von ein paar Minuten eure eigene Favoritenliste erstellt und könnt so zwischen den Listen wechseln. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikboss sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.